starten wir mal die Mission. So, der Turm wird nicht mehr lange halten. Also sollten wir so schnell wie möglich nach Camp Splitterglass zurückkehren und die Jagd auf die Blasphemität beginnen. Irgendwie spinnt mein Tablet. Schmeißt mich ständig aus Sachen raus. Endlich beginnt die Jagd auf die Blasphemität. Kanye Sena hat bestimmt schon einen Trupp zusammengestellt. Ich danke euch beiden, dass ihr hier bleibt, um zu helfen. Und tatsächlich, Frau Shinnodi, der Trupp ist komplett. Mächtige Verbündete haben sich uns angeschlossen. Na, ich hab schon auf die beiden gewartet. Tut mir leid, dass ich erst jetzt erscheine. Ich werde mit dem Feuer der sieben Höllen kämpfen, um meine Verspätung wettzumachen. Ach, ich wäre gerne früher hier gewesen. Glaubt mir, dafür will ich der Erste sein, dessen Klinge sich den Leib der Blasphemität bohrt. In der Tat, das sind kampfkräftige Mitstreiter. Ich heiße euch willkommen. Ich höre ja. Verstanden. Gute Arbeit und seid vorsichtig auf dem Rückweg. Lorenz hat mir gerade gesagt, gerade bestätigt, dass sie wahres Herz geborgen haben. Die Barriere der Blasphemität sollte uns nicht länger den Weg versperren. Gut, dann rein in den Turm von Babel. Admiral Melrib und Großmeister Emmerich werden sich uns dort anschließen. Sie haben die Galea zwischenzeitlich bei der Bildung einer Übergangsregierung beraten und unterstützt.
ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mitkommen. Ich hasse halbe Sachen. Das ist eine gute Gelegenheit, meine Magitek-Rüstung und meinen Gewehrhammer auch herauszuholen. Diese Wunderwerke der Technik rosten, wenn sie nicht benutzt werden. Er holt seinen Hammer wieder raus! Ich werde diesmal nicht tatenlos zusehen. Meine Noliten sind bereit. Und wir haben einen Heiler. Du und kämpfen? Die Welt antwortet auf Shalahans Ruf, als wir am Abgrund standen. Als wir Sprecher unserer Stadt, muss ich mich revanchieren, unabhängig von meinen persönlichen Überzeugungen. Meine Kampffähigkeiten wurden schon in meiner Jugend auf die Probe gestellt. Mein Talent mit den Noliten kommt sicherlich nicht dem von Alpino gleich, aber ich glaube trotzdem, dass ich mich nützlich machen kann. Wir werden den Turm von Babel, so wie zuvor, auch durch das Enceladeum betreten. Trefft eure Vorbereitungen, wir versammeln uns am Eingang des Gebäudes. Und dann ist die Storyline um diese Sache auch wieder vorbei. Sobald alle bereit sind, geht's los. Solltest du zwischendurch unterliegen, kannst du den Kampf vom letzten Kontrollpunkt aus wieder aufnehmen. Das ist cool, dass es so Checkpoints gibt, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir unterlegen. Und da guckt mal, da ist der Hammerbruder wieder. Es ist alles bereit. Wenn sich seit unserem letzten Besuch nichts geändert hat, werden die Bestien in der Annex-Sektion zusammengetrieben, um die Blasphemität zu schützen. Bis dahin sollten wir wenig Widerstand zu erwarten haben. Das gefällt mir gar nicht. Die Stabilität des Turms leidet jetzt schon mehr als erwartet. Wenn er zusammenbricht, wird die Explosion alles mit sich nehmen.
Einschließlich des Transportes zum Mond. Ich glaube, das ist dann unser kleinstes Problem, wenn wir uns in der Nähe aufhalten, ne? Also. Wir müssen die Überreste von Nerva beseitigen. Das ist die einzige Möglichkeit, um eine Katastrophe abzuwenden. Verlieren wir also keine Zeit mehr. Okay, die beiden kümmern sich also da um die Nachhut. Let's go.
Alter, was ist hier los? Ist ja hier schon fast wie ein Dungeon, ey. Es geht da hinten nämlich nur weiter. Ja, machen wir das so. Die wären erledigt. Es kommt immer neue nach. Ist das... Produziert er die gerade? Was? Noch mehr? Wo kommen die alle her? Der Trupp hat schon zu viel Zeit verloren. Die halten wir alleine auf, Frau Bahn. Einverstanden, Frau Schnoo. Ihr rückt weiter. Vor. Danke. Ja, Nero kommt auch mit. Das heißt, nur noch drei. Drei gegen die Blasphemitäter. Das wird lustig. Was für eine Klasse ist denn unser Hammerbruder hier? Nerva Yei Galvus. Warum kommt er mir gerade so bekannt vor? Fort mit euch, Eindringlinge, das ist mein Land. In Fort! Der erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 13.
Hilfe! Danke! Wenn ich jetzt sterbe, muss ich auch nur noch den machen, ne? Hey, mach keinen Scheiß! Ich muss sagen, das ist nochmal mega geil, dass nochmal so ein fetter Kampf drin ist. Was? Yo, was ist denn hier los? Los, hammer sie weg! Boah, was soll das denn für ein krasses Ding hier? Heilung, please.
Er ist tot. Keine Heilung mehr benötigt. Unsere geliebte Heimat stirbt für immer mit dir, Nerva. Blasphemität ist besiegt. Können wir die Gefahr jetzt als gebannt betrachten? Das war knapp. Zu knapp. Aber ohne Nerva besteht keine Gefahr mehr, dass der Turm explodiert. Ich stehe tief in eurer Schuld. Dank euch allen ist der Transporter zum Mond intakt und wieder zugänglich. Die Schalahaner haben immer fest an unsere Politik der Nicht-Einmischung geglaubt. Das universelle Wissen bewahren und uns mit dem Beobachten begnügen. Das war unser Motto. Es diente einem einzigen Ziel, die Bewohner dieses Planeten auf einen Exodus jenseits der Sterne vorzubereiten. Ja, aber auch jetzt noch, dass unsere Idee damals richtig war. Aber gilt sie jetzt noch? Die Erben des Bundes der Morgenröte haben sich ja dem Ende widersetzt und es geschafft, unsere Welt zu retten. Die Erben? Gab's den schon länger? Ich weiß nicht. Es ist an der Zeit, dass wir uns ein Beispiel an ihn nehmen und die Harmonie pflegen. Nicht indem wir unsere Macht aufbauen, über die der andere schneiden, sondern indem wir Verständnis und Dialog fördern. Und wenn wir alle die gleiche Vision teilen, freue ich mich, diese Zukunft mit eurer Hilfe aufzubauen. Natürlich, wir werden diese Welt zusammenschützen, Hand in Hand. Ich muss sagen, ich schätze mich glücklich, dass dieser Kampf zu Ende ist und ich noch atme. Das Abenteuerleben ist definitiv nichts für mich.
Ich bin voller Ehrfurcht vor eurem Können. Besonders vor deinem Helden Eosir. Also vor Shinoh, das was du gemacht hast, war bösartig krass. Das hat nicht mal Finoh hinbekommen. Ich möchte euch beiden noch einmal ausdrücklich von ganzem Herzen danken. Murasaki, Nero, ihr wart für uns von unschätzbarem Wert. Euch gebührt mein herzlichster Dank. Spar dir die schönen Worte. Ich habe lediglich in meinen eigenen Interessen gefochten. Wir haben gerade die Neuigkeiten gehört. Danke! Zu wissen, dass Ihre Majestät Nerva endlich Ruhe gefunden hat, wird es uns ermöglichen, Ihren Blick nach vorne zu richten. Ist diese Geschichte also erledigt? Wir wurden schon ein wenig ungeduldig. Wann kommst du denn endlich auf den Mond? Gestattet mir euch, Living Way vorzustellen, die als Beobachterin der Mondoperation fungiert. Living Way, diese Leute haben den Wunsch geäußert, sich auf dem Mond niederzulassen. Freut mich, dich kennenzulernen, Frau Living Way. Was? Wir bekommen endlich Gäste? Ihr seid mehr als willkommen. Wir haben euch Wohnquartiere aus kleinen Zwiebeln gebaut. Den Mond bewohnbar zu machen, ist unser Lebenssinn. Also wäre es eine Schande, wenn die Häuser verkommen würden. Zwiebel? Treffen wir nun Lawrence und den Rest der Truppe. Die Schwierigkeiten im Turm haben uns weit im Zeitplan zurückgeworfen. Aber nun ist der Mond endlich in Reichweite. Eine letzte Sache noch, Murasaki. Wenn du nach Razatan zurückkehrst, möchte ich, dass du Shirabat von unserem Erfolg berichtest. Also dann, auf Wiedersehen. Warte, ich komm mit.
Ich habe es schon gehört. Du hast also eine weitere Blasphemität unter dem Gürtel. Gute Arbeit. Unsere Gruppe wurde nur zu dem Zweck gegründet, diese Bestien zu eliminieren. Wenn das wirklich die letzte war, können wir unsere Arbeit als getan betrachten. Im Namen aller danke ich dir, Murasaki. Deine Heldentaten werden uns für immer in Erinnerung bleiben. Patriot. So, dann war's das mit der Storyline.